Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch 8 kleinere, aber dennoch sehr nützliche Tipps vor, welche ihr für die Vorbereitung für Wrath of the Lich King gebrauchen könntet. Wenn ihr uns und den Channel supporten wollt, dann lasst doch super gern direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Video. Solltet ihr als Caster oder Heiler vorhaben, eure im Pre-Patch erhaltenen epischen Ausrüstungen, wie zum Beispiel das Season 4 PvP-Gear, verzaubern zu lassen, dann könnt ihr hier deutlich Gold sparen. Dank der Umstellung auf Zaubermacht gibt es keine speziellen Werte mehr wie Zauberschaden oder Heilung. Zum Vergleich seht ihr im Hintergrund schon 3 Verzauberungen auf Armschienen, welche alle 15 Zaubermacht gewähren. Je nach Server sind hier die jeweiligen Materialien deutlich billiger. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Zauberfaden für die Hose. Für den einen benötigt man 10 Urmana, für den anderen 10 Urleben. Lasst euch auf jeden Fall den herstellen, welcher am wenigsten Items oder am günstigsten für euch ist. Beide haben nämlich exakt dieselben Werte. Schaut, dass ihr, wenn möglich, bei Aldor oder Seher auf den ehrfürchtigen Ruf kommt. Hier gibt es die besten Slots Schulterverzauberung für The Burning Crusade. Bessere gibt es erst ab der ehrfürchtigen Rufstufe bei der neuen Fraktion, die Söhne von Hodir im Sturmgipfel. Gleichwertige allerdings schon ab Wohlwollend. Um dort euren Ruf zu erhöhen, müsst ihr euch aber erstmal durch eine Questreihe kämpfen und anschließend tagelang Daily Quests erledigen. Ob das am Anfang dank Serverwarteschlangen, massigen Spielern und allgemein Lags so einfach möglich sein wird, sei mal dahingestellt. Es gibt außerdem noch 3 verschiedene Items, die von Spielern geplündert und anschließend abgegeben werden können. Das steigert ebenfalls euren Ruf. Wird allerdings am Anfang unfassbar teuer sein, da das Angebot die Nachfrage unmöglich abdecken kann. Wenn ihr euren Ruf bei den Aldor oder Seern erhöhen wollt, gibt es pro Fraktion insgesamt 3 verschiedene Items, welche ihr abgeben könnt. Zusätzlich gibt es knappe 40 Quests, welche ihr erledigen könnt. Nutzt hier unbedingt das Add-on Reputable dazu. Dadurch habt ihr eine exakte Einsicht, welche Quests ihr schon erledigt habt und seht außerdem, wie viel Ruf diese bringen. Pusht euren Ruf am besten nur dann auf ehrfürchtig, wenn ihr keine Tausende von Gold mehr dafür bezahlen müsst. Das gleiche gilt ebenfalls für die Kopfverzauberungen. Diese sind zwar in Wrath of the Lich King besser, allerdings erst ab einer Rufstufe von Respektvoll bei einer der 4 Hauptfraktionen. Hier gibt es den Würmruhpakt, die Schwarze Klinge, den Argentum-Kreuzzug sowie die Kirin Tor. Habt ihr entsprechend am Anfang noch nicht den passenden Ruf, so könnt ihr euch zumindest die Burning Crusade Kopfverzauberung drauf machen. Schaut einfach, bei welcher Fraktion aus TBC ihr eure Verzauberung bekommt und grindet dort euren Ruf noch auf Respektvoll. Ein Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Solltet ihr einen Nahkämpfer spielen, dann bringt am besten alle gängigen Waffenskills auf 350. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr in Nordend eine neue Waffe bekommt und diese nicht sofort benutzen könnt, da ihr keine passenden Waffenfertigkeiten besitzt. Das ist vor allem geboosteten Charakteren und Todesrittern zu empfehlen, da deren Waffenskills meistens noch nicht so ausgeprägt sind wie die manch anderer Veteranen. Erledigt 25 Quests, um diese nach dem Erscheinen von WOTLK direkt abgeben zu können. Hierfür bieten sich unter anderem die Daily Quests auf der Insel von Keldarnass an. Ihr bekommt pro Abgabe zwischen 9500 und 12000 Erfahrungspunkte. Zum Vergleich, die ersten Quests im heulenden Fjord bzw. in der boreanischen Tundra bringen euch 20100 Erfahrungspunkte. Nehmen wir demnach an, dass ihr 25 im Vorfeld erledigte Quests abgibt, die euch jeweils 9500 Erfahrung bringen, dann bekommt ihr direkt 237500 EXP. Umgerechnet ist das so viel, als würdet ihr fast 12 Quests in Nordend erledigen. Kleiner Nachtrag noch von mir. Besonders lohnen sich hier Gruppen- oder Dungeon-Quests, da diese nochmal etwas mehr Erfahrung bringen. Hier bietet sich zum Beispiel die Daily HC-Quest aus Shadrath an. Solltet ihr noch andere offene haben, hebt euch diese am besten auf. Ihr könnt außerdem das Limit von 25 Quests umgehen, wenn ihr zum Beispiel Abgabequests wie den Kopf von Arcteridon, das Blut von Zul'jin oder auch die Stoffspenden in euren Fraktionshauptstädten noch nicht abgeschlossen habt. Des Weiteren kommen Upgrade-Quests in Frage, wie zum Beispiel die Ringquest vor Karazhan, bei der ihr von freundlich bis ehrfürchtig 3-mal besagten Ring upgraden könnt und dafür jeweils 20.000 Erfahrung bekommt. Dasselbe gilt für das Schmuckstück vom Altaraktal. Dieses könnt ihr ebenfalls pro Rufstufe upgraden, wobei es hier etwas weniger Erfahrung gibt. Verschwendet allgemein aber nicht zu viel Zeit und habt am besten einen Mage-Drink an der Hand, der euch via Portal in die Hauptstädte befördert. Überlegt euch im Vorfeld auf jeden Fall eine gute Route. Schaut, dass ihr mit allen euren Charakteren die jeweiligen gewünschten Herstellungsberufe auf 350 bekommt. Höher solltet ihr nicht skillen, da jeder weitere Skillpunkt in TBC unfassbar ins Geld gehen kann, zumindest bei den meisten Berufen. Zudem gibt es ab WOTLK neue Rezepte, die ihr ab 350 erlernen könnt. Hierfür benötigt ihr die Beginnermaterialien aus Nordend. Das bedeutet, dass ihr so viel einfacher und geldbeutelschonender den Beruf maximieren könnt. Solltet ihr ein schadensausteilender Ingenieur sein, der mit Bomben seinen Damage maximieren möchte, dann müsst ihr unbedingt sicherstellen, dass ihr als Spezialisierung Goblin-Ingenieur seid. Nur mit dieser könnt ihr die globalthermische Pioniersprengladung nutzen. Ihr könnt eure Spezialisierung für 150 Gold bei einem NPC in Tanaris wechseln. Klickt dazu einfach auf das Buch und schon switcht ihr von Gnom zu Goblin.
Überlegt euch, ob ihr das Silberkreuz der Himmelswache oder die Luftfahrerschleife des Edelmuts besorgen möchtet. Das sind Schmuckstücke, welche es ab der ehrfürchtigen Rufstufe bei der Himmelswache der Shatari gibt. Ist das Schmuckstück angelegt, habt ihr eine Chance von 50% eure Angriffskraft bzw. eure Zaubermacht für 30 Sekunden lang deutlich zu erhöhen, wenn ihr einen Gegner zur Strecke bringt. Der Effekt kann alle 10 Sekunden auftreten, sodass ihr vor allem beim Questen einen konstanten Schadensboost haben solltet. Der Gegner muss allerdings Erfahrung oder Ehre gewähren. Außerdem gibt es noch die Dunkelmondkarte Wahnsinn, welche für ein paar hundert Gold im AH erhältlich sein sollte. Jedes Mal, wenn ihr mit ihr einen Gegner einen Todesstoß versetzt, der ebenfalls Erfahrung oder Ehre gewährt, erhaltet ihr die Macht des Wahnsinns. Hierbei bekommt ihr einen klassenbezogenen Buff, der 60 Sekunden lang hält. Das Besondere daran ist, dass die Buffs stacken können. Tötet ihr also 3 Gegner in 60 Sekunden, dann habt ihr auch 3 Buffs. Wer welche Buffs bekommt, seht ihr schon im Hintergrund. Dabei sind Dinge wie plus Angriffskraft, plus Beweglichkeit, plus Stärke, plus Tempo oder auch plus Zaubermacht dabei. Die genannten Schmuckstücke sind super, allerdings auch nicht ganz einfach zu bekommen. Schaut am besten selbst, ob sich das für euch lohnt. Sonst gibt es zum Beispiel mit dem PvP-Schmuckstück eine sehr einfache zu erhaltende Alternative. Eine Idee ist es aber auf jeden Fall wert. Sprecht euch unbedingt mit eurer Gilde ab, wer sich welches Kochrezept für welches Bufffood kauft. Die Rezepte kauft ihr euch in Dalaran. Hierfür benötigt ihr allerdings Kochpreise, welche ihr pro Tag einmal durch die Daily Quest erlangen könnt. Es wäre also extrem unvorteilhaft, wenn ihr zufälligerweise dieselben Rezepte wählt. Dasselbe gilt auch für andere Berufe, wie zum Beispiel die Vorlagen des Juwelenschmiedes, die es für Juweliersymbole von Dalaran gibt. Auch hier benötigt ihr Absprache, sodass am Anfang nicht alle Leute dieselben Vorlagen lernen. Die jeweiligen Symbole, die ihr für die Daily Quests bekommt, findet ihr im Reiter Abzeichen wieder. Diese können somit nicht gehandelt werden. Die Daily Quests können ab einem Skill von 350 sowie einem Mindestlevel von 71 angenommen werden. So war es zumindest in der Beta. Sollte sich was ändern, updaten wir die Beschreibung. Vorweg, der letzte Tipp ist extrem allgemein und hat weniger was mit Vorbereitung zu tun. Wir möchten euch diesen trotzdem nicht vorenthalten. Wenn ihr einen Gastwirt eurer Wahl ansprecht, um das jeweilige Gasthaus zu eurem Heimatort zu machen, dann wird ab dem Drücken der Taste Annehmen euer momentaner Standort eingefroren. Exakt an diese Stelle werdet ihr teleportiert, wenn ihr euren Ruhestein aktiviert. Nehmen wir als Beispiel Ogrimmar. Wenn ihr euch hier richtig positioniert und auf Annehmen drückt, dann könnt ihr direkt nach dem Zurückteleportieren auf euer Reittier steigen und müsst euch keinen Schritt mehr bewegen. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns ganz einfach supporten. Link dazu gibt's in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch super gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.